Hey, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem sehr überraschenden Video. Und zwar wurde von Konami gerade eine Adjusted Banlist, aka Emergency Banlist, angekündigt. Und die ganze Yugi-Welt, Facebook und so, flippt wieder vollkommen aus. Also schauen wir mal, was genau passiert ist. Und zwar ist es so eine, also die nennt es Adjusted Banlist. Und die tritt in Kraft ab dem 8. Februar, sprich. Die YCS jetzt am Wochenende in Atlanta wird noch ganz normal gespielt. Sprich, die Ergebnisse davon eigentlich vollkommen egal für uns. Und wir dann zum Beispiel YCS Prag müssen dann mit dieser Adjusted-Liste spielen. Und diese Liste gilt dann für die nächsten YCS-Turniere, Regionals, UDS-Turniere, Qualifier und Invitational-Events. Und Locals können entscheiden, ob sie diese Liste spielen, Adjusted oder halt normale. Und anscheinend kommt die normale Bandliste in 1 bis 2 Monaten raus und ein Teil von dieser Adjusted Bandliste oder alles wird dann in die normale Bandliste integriert. Sprich, das ist sozusagen ein Test, wo die halt schauen, okay, was ist jetzt gerechtfertigt und was sollte dann doch nicht so hart getroffen werden. Und das ändern die dann ab in der normalen Bandliste. Und die meinen auch, diese Adjusted Bandliste ist jetzt nicht regelmäßiges, das jetzt immer kommt, wo die halt immer Sachen ausprobieren, sondern jetzt wahrscheinlich nur, wie gesagt, Emergency Banlist nur wegen Pepe, weil es einfach zu krass ist. Aber mal schauen, meinten die auch. Falls denen das gefällt, dann könnte es auch sein, dass die das so weitermachen, ausprobieren. Ich finde es gut so, Veränderung ist immer geil, sonst wird es immer langweilig und Pepe hat eh gelangweilt. Aber schauen wir uns mal die Veränderungen an. Da haben wir verboten Plushfire, Damage Juggler und Ptolemäus. Flashfire und Damage Juggler haben eh richtig hart gelangweilt. Viel zu krasse Karten. Wurden in Japan auch verboten. Und auf jeden Fall gerechtfertigt, finde ich. Die waren echt viel zu krass. Und auf jeden Fall, also die ganze Adjusted Banliste fickt einfach nur Pepe, weil es einfach viel zu krass ist. Dann Ptolemäus auch gebannt, so wie in Japan. Einfach wegen Infinity. Den rauszubringen, First Turn, war echt kein Problem. Und der hat echt zu hart gelangweilt. Jetzt kann man ihn noch im Cosmo rausbringen oder Dynamist, wenn man will, falls man das Deck überhaupt spielt. Und limitiert haben die Skullcrabber Joker, Monkey Board, die zwei haben auch richtig hart gelangweilt. Und Dracoslayer, Laster Pendulum, Dracoslayer. Also wirklich komplettes Pepe und sogar härter als in Japan. Da wurden die drei Karten, glaube ich, nicht berührt. Und jetzt sind die bei uns auf 1. Schon hart. Aber man hat es ja in Japan gesehen, dass nur Plushfire, Juggler und Ptolemäus nicht gereicht hat. Das Deck ist immer noch dominant Nummer 1. Deswegen denke ich mal, haben die einfach noch mehr geschwächt. Bin gespannt, ob das Deck noch irgendwie spielbar ist. Ich bin kein PP-Experte, aber sieht schlecht aus. Also ich habe gesehen, gelesen, dass die meisten jetzt wieder zurück auf Magicians umwechseln werden. Und Magic Spectre und sowas. Mal schauen, ob das was reißen kann. Ansonsten natürlich alle anderen Decks komplett gestärkt dadurch. Cosmo höchstwahrscheinlich Nummer 1. Aber wie gesagt, auch Magic Spectre und Magician wieder zurück. Auch sowas wie Mermel, BA, sogar Teller Knight. Dadurch wieder etwas spielbarer. Monarchen weiß ich nicht. Monarchen war halt Anti-Deck gegen Pepe, aber jetzt, wo es kein Pepe mehr gibt, weiß ich nicht, ob es noch so gut ist. Vor allem, weil es immer gebrickt hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Ich finde es relativ gut. Der Rest des Teams wahrscheinlich auch. Kein Pepe-Spieler. Außer Chong, der hat kurz vor kurzem auf Pepe gewechselt, aber er hat immer noch sein Satella und Cosmo, also wird er nicht ganz so hart leiden. Ansonsten für uns auf der YCS Park wird das auch ziemlich gut sein. Bisschen weniger leiden, allgemein. Weil Pepe einfach viel zu krass war. Aber das war es eigentlich auch schon wieder. Kurzes Review, kurze Meinung, kurze Info zu dieser Emergency Adjusted Banliste, was auch immer das ist. Könnt ihr mal gerne unten in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Habt ihr sowas erwartet? Findet ihr das gut? Was denkt ihr, was das Meta in der Zukunft bringen wird? Einfach alles unten in die Kommentare. Ansonsten an alle Pepe-Spieler, leidet nicht so viel. Oida, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und
ansonsten bleibt mich.